Hallo, hier ist wieder Michael von Funkzeug. Heute versuche ich euch ein paar Tipps zu geben, was ihr alles benötigt, um am Parkplatz zu heizen, damit ihr maximalen Fahrspaß habt. So, der Tipp Nummer 1 von mir, leicht verständlich auch, wäre Reserveakkus. Da würde ich euch Minimum einen eher noch mehr empfehlen, weil meistens fährt man nicht gerade vor der Haustür, sondern irgendwo auf dem Parkplatz und dann ist der Fahrspaß größer, wenn man länger fahren kann. Tipp Nummer 2 ist natürlich das Werkzeug. Im Falle eines Falles könnt ihr dann auf dem Parkplatz auch dann prima reparieren. Empfehlenswert wäre da zum einen ein Set mit Kreuzschraubenzieher. Der Tamiya TT01 besteht vorwiegend aus Kreuzschrauben in verschiedenen Größen. Da würde ein Kreuzschlitzschraubenset prima zu passen. Es kann natürlich auch mal passieren, dass ihr beim Heizen mal die Reifen wechseln müsst. Einfach um andere Reifen mit besserem Grip drauf zu schrauben. Dafür bietet sich aus meinem Shop ein Steckschlüsselsatz an. Damit kann man die Reifen sicher und bequem demontieren. Nicht ganz so wichtig, aber auch empfehlenswert wäre ein Sechskantschraubendrehersatz. Der wird benötigt, um am Motor das Ritzel auszutauschen, falls ihr mal an der Übersetzung was ändern wollt. Da der TT01 von Tamiya bewusst für die Einsteiger entwickelt worden ist, benötigt man halt eben nicht mehr Werkzeug für diesen TT01. Bei komplexeren Elektrofahrzeugen kann es unter Umständen sein, dass ihr noch, um Sturz und Spur einzustellen, einen Maulschlüsselsatz benötigt. Das war es auch schon wieder. Wie immer könnt ihr unten in der Beschreibung die jeweiligen Links zu den Werkzeugen in meinem Shop finden. Und falls euch dieses kleine Video gefallen hat, Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Für weitere Tipps, Anregungen oder Fragen könnt ihr gerne weitere Kommentare da lassen oder schreibt auf meiner Facebook-Seite.